In diesem Video soll es darum gehen, wie man ein Mikrofon, das einen Klinkenanschluss hat, an ein Handy anschließen kann. Falls ihr es schon mal versucht habt, habt ihr bestimmt gemerkt, dass euer Handy das Gerät nicht als Mikrofon, sondern als Kopfhörer erkennt. Das mache ich jetzt im Video einmal vor. Ich stecke das Mikrofonkabel von meinem Creative Headset einfach ans Handy an und im Display erscheint dann nur das Symbol für einen Kopfhörer, aber nicht das für ein Mikrofon. Wenn ich das mit dem Kopfhörer stecke, mache, passiert auch nichts anderes, da wird genauso der Kopfhörer nur erkannt. Das lässt sich ganz einfach so erklären, wenn wir mal die zwei Kabel vergleichen. Die sind absolut identisch. Das Handy kann also gar nicht unterscheiden, was gerade angeschlossen wurde. Das sind Klinkenstecker, 3,5 mm und haben zwei Ringe. Was muss ich also tun, um jetzt die zwei Kabel an ein Handy anzuschließen? Wenn wir uns mal überlegen, dass es bei Handys ja oft mitgelieferte Headsets gibt und diese Headsets haben natürlich ein Mikrofon und haben natürlich auch Kopfhörer. Das heißt, da habe ich dann ein Kabel und kann sowohl Ton aufnehmen als auch Ton wiedergeben. Das muss ja irgendwie jetzt auch mit den normalen Klinkensteckern funktionieren. Die Lösung ist ein Adapter mit einem TRRS-Anschluss, denn das ist auch der Anschluss, den euer Handy hat. Und wenn wir mal die Klinkenkabel nebeneinander halten, sehen wir schon den Unterschied. Der TRRS-Anschluss hat schlicht und ergreifend drei Ringe und die normalen Klinkenstecker haben nur zwei Ringe. Diesen Adapter gibt es günstig bei Amazon, den verlinke ich mal in der Videobeschreibung. Was passiert also, wenn ich diesen Stecker jetzt ans Handy anstecke? Tja, es passiert auch nichts anderes, man sieht hier auch nur das Kopfhörersymbol. Der Trick bei der Sache ist, dass man, bevor man es ans Handy anschließt, muss das Mikrofon tatsächlich im Adapter angeschlossen werden. Wenn ich es jetzt wieder einstecke, passiert auch nichts. Der Grund ist da ziemlich einfach, denn mein Creative Headset hat einen Mute-Button, einen Hardware-Mute-Button quasi, der trennt einfach die Verbindung zum Mikrofon. Den muss ich erst wieder auf On stellen. Und jetzt versuche ich das gleiche nochmal. Und jetzt sehe ich, dass das Headset angezeigt wird, also nicht nur der Kopfhörer. Jetzt stehen uns also auch die Recording-Funktionen zur Verfügung. Jetzt kann ich noch den anderen Stecker für die Kopfhörer einstecken und jetzt sollte alles soweit funktionieren.